Herzlich willkommen zu einem Let's Whatever. Na, let's gucken wir uns mal an, was das ist. Angucken wollen wir uns Blockscape. Ein Minecraft-Klon, der mit der klötzlichen Haftigkeit des Seins abschließen möchte. Warum ihnen das so, also wie ihnen das gelingen will, gucken wir uns doch einfach mal an. Und damit die Sache dann auch noch einigermaßen praktikabel wird, gehen wir erstmal kurz in den God-Mode. God-Mode unterscheidet sich vom normalen Modus primär dadurch, dass wir fliegen können. Toll. Das ist nur die Frage, ach so, fliegt man denn hoch? Es gibt kein Hochfliegen so richtig. Ja, also, man sieht's. Irgendwie ähnlich dem, was Minecraft so ausmacht. Wir haben Berge, wir haben Bäume. Aber man sieht hier schon leichte Unterschiede. Abgesehen von Grafikfehlern, weil wir sind in Beta. Hast du nicht gesehen? Hau mich tot. Und deswegen ist es nicht ganz so einfach. Aber das soll uns nicht... okay. Das soll uns nicht aufhalten. Vor allem soll uns nicht aufhalten, dass die Belegung der Tasten hier ein wenig eine andere ist. Und man sieht jetzt auch schon hierbei, Klötzchen gibt es immer noch, aber sie scheinen feiner unterteilt zu sein. Und auch das täuscht nicht für den Minecrafter. Ah ja, okay. F. Ah ja. Und die Tasten hängen ja auch manchmal, wie bei Minecraft. Für den professionellen Minecrafter oder auch den Gelegenheitscrafter ist dieser Unterschied schon mal sehr deutlich zu sehen. Die Klötzchen sehen irgendwie nicht ganz so klötzchenmäßig aus. Ob einem das stört oder man das mag, kann man noch entscheiden, weil das Spiel ist jetzt noch nicht so lange auf dem Markt. Aber auch hier kann man sich auf jeden Fall verklicken. Das habe ich jetzt eben doch schon getan. So, das kann weg, 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 weg. Was ich eigentlich zeigen wollte, ist Folgendes. Im Gegensatz zu Minecraft, jetzt die Musik aus und alle, ist ja herrlich, herrlich. Also wir machen das jetzt erstmal mit Originalzahlen. Ich dachte, das würde die ganze Zeit vor sich hin dudeln, tut es aber anscheinend noch nicht. Naja, da müssen wir jetzt durch, ne? Aber erstmal können wir ja hier ein bisschen auf den Berg im Minecraft-Stile so ein bisschen Erde draufsetzen und dann so sagen, hier, das ist unsere Homebase, da geht's los. Da fangen wir dann an, hier zu craften. Und ganz Minecraft-mäßig mache ich die Sache jetzt einfach mal in Klötzchenform. Ihr seht, beim Springen alleine ist das hier alles ein bisschen anders, als man es aus Minecraft gewohnt ist. Aber nun kommen wir zu der wirklichen Neuerung. Zu dem, was wirklich anders ist bei diesem Spiel. Tja, kann ja nicht so viel sein, denkt man sich im ersten Moment. Aber doch, eine Sache ist ganz anders. Und zwar diese. Ich drücke gerade auf den Numlock Plus- und Minustasten herum, um genau einen Effekt zu zeigen. Und zwar sind die Klötzchen hier etwas feiner als im Original aus Schweden geraten. Warum ist das so interessant? Interessant ist es aus einem ganz einfachen Grund, weil man sich ständig verklicken kann, weil die Maus, also die Andersartigkeit des Seins ist hier ja auch
wichtig gewesen anscheinend der Entwickler-Crew oder dem Entwickler. Ich habe das noch nicht so ganz raus, ob es eine Gruppe ist oder eine Einzelperson. Auf jeden Fall musste er sich schon stark von dem abgrenzen, was in Minecraft selber bereits geschaffen wurde. Und sie haben auch große Pläne. Also es soll RPG-Mods geben und so weiter. Außerdem fällt auf, dass hier bereits in dieser frühen Beta, also wir befinden uns in Version 0.9 Beta irgendwas, wir erinnern uns vielleicht alle noch leicht daran, wie Minecraft zu diesem Zeitpunkt aussah, wurde hier etwas mehr darauf geachtet, dass schon etwas mehr von der doch leicht überlegenen Grafik-Engine zu sehen ist. Leicht überlegen, genau aus diesem Fall, den ich jetzt einmal kurz demonstrieren möchte. Schau mal einer, guck. Mit diesen paar Typen, also mit diesen Modifikatoren auf das Grundklötzchen plus der Möglichkeit, ein einzelnes Klötzchen auch ganz anders mal hinzulegen, ist schon einiges möglich, von dem man in Minecraft bis zu einer gewissen Version nur träumen konnte oder inzwischen immer noch nur träumt. Die Steuerung ist ein bisschen hakelig, aber das mag an der frühen Beta liegen. Auf jeden Fall ist es auch möglich, jedes Klötzchen zu einem schiefen Klötzchen zu machen. Ist das nicht herrlich? Schaut mal. Damit sind dann auf einmal solche Konstrukte hier möglich. Gucken wir uns nochmal den letzten an. Ja. Genau den wollte ich mir nicht angucken. So. Tja. Vor 5 Minuten noch Minecraft gespielt, jetzt in dieses Spiel reingestürzt. Mit dem Ausgang, den ihr gerade seht. Ah ja, man kann auch Klötzchen so setzen, uiuiui, dass man da mittendrin ist. Das ist natürlich nicht so günstig, aber wie gesagt, es ist eine frühe Beta. Also was man jetzt merkt, die Sache ist etwas hakelig, aber so die Grundidee, dass das Basisklötzchen quasi nochmal zu unterteilen in Subbasisklötzchen, ist nicht die verkehrteste und nicht die schlechteste. Jetzt stehe ich natürlich wieder genau richtig rum. Genau, da muss ich das so. Ja. Ja, man sieht so ansatzweise, was denn hier möglich sein könnte, wenn diese Entwicklung sich weiter fortsetzt. Warum mache ich das Ganze? Das Ganze mache ich, weil ich ja auch unentwegt nach Alternativen suche. Ich habe mir auch schon ein paar Open-Source-Projekte angesehen, die sich Minecraft annähern wollen. Aber diese stecken noch mehr in den Kinderschuhen, als es diese Engine bereits tut. Und ihr seht ja, Lichteffekte und so weiter, alles etwas mehr, als es Minecraft uns bietet. Womit wir auch schon bei einem der großen Nachteile wären. Und zwar, das Ganze ist in .NET programmiert, soweit ich das jetzt sehen konnte. .NET hat einen gewichtigen Nachteil im Gegensatz zu dem vom Minecraft-Team eingesetzten Java-Interpreter. Es läuft erstmal nur auf Windows, hat damit aber auch gleich Zugriff auf so schöne Effekte wie Shader und ähnliches. Ressourcenmäßig ist das Ding einfach mal jenseits von ferner liefen, also es braucht quasi keine Ressourcen. Die Grafikkarte macht 99,9% von dem, was wir hier sehen. Und bis auf das die Steuerung doch stark anders ist zu dem, was man in Minecraft machen kann, schickt es sich schon an, ähnlich wie Minecraft sein zu wollen. Also so das Grundprinzip des Sandbox-Bildes wurde ähnlich gut umgesetzt und es ist ungefähr auf dem Niveau, auf dem Minecraft 1 ja,
Ja, lass mich hier raus. So. Auf dem Minecraft 1 auch war, also die erste Minecraft-Version, bevor man auch Waffen hatte und so weiter. Das wird sich hier ähnlich darstellen. Mal gucken, ob der Autor ähnlich freundlich ist, wie das Mojang-Team und sagt, okay, wer die Version 1 schon bezahlt hat, braucht die Version 2 nicht bezahlen. Das steht quasi noch in den Sternen. Außerdem, diese Welt hier ist noch nicht ganz so randommäßig generiert, wie wir es aus Minecraft gewohnt sind. Das ist auch anzumerken. Warum ist das ein Problem? Eigentlich ist es gar kein Problem, also kein richtiges Problem. Es ist mehr so ein bisschen schade, dass alles erstmal gleich aussieht. Also alle Beteiligten an diesem Spiel kriegen erstmal die gleiche Welt serviert. Wir sehen jetzt auch gerade, dass die Welt einbricht, also die Framerate stark nach unten geht, wenn ich mich in neue Bereiche fortbewege. Also wenn sie ihre Welt generieren, da scheint es noch ein paar Probleme in der Entwicklung zu geben. Außerdem sehen wir auch Folgendes. Man sieht es jetzt hier hinten am Berg. Mein Cursor wird da bereits eingeblendet. Und wie man hier auch unschwer erkennen kann, kann ich auch auf so hohe Distanz auf einmal den Berg modifizieren mit ein paar Grafikfehlern und so weiter. Aber wie gesagt, das Ganze nennt sich nicht umsonst Beta. Es funktioniert erstmal. Man kann es sich angucken. Man kann es sich auch kaufen. Aktueller Preis 10 Euro. Oh, jetzt hakelt es aber richtig. Ja, und da sieht man, wie der Level-Generator so langsam voranschreitet. Und da sehen wir nichts mehr. Weil Blockscape nicht mehr funktioniert. So viel zu diesem Let's Play. Ich hoffe, es hat ein wenig Freude gemacht.